So soll ein Steak aussehen. Saftig, lecker und immer wieder anders. Fünf Köche zeigen uns, wie es geht. Fünf Köche, fünf Gerichte. Steak. Zuerst verrät Starkoch Christian Henze ein paar Tricks für sein Ribeye-Steak. Und das normale Steinsalz, mit dem wird das Fleisch gewürzt. Siehst du, ich hätte jetzt auch wieder gedacht, lieber nicht, weil man doch immer so sagt, Salz entzieht Wasser, ja. Saftigkeit dann. Ja, ist auch richtig. Aber das passiert erst dann, wenn man das Fleisch würzt und vielleicht 10 Minuten liegen lässt. Dann hygroskopisch, das Salz entzieht das Wasser, die Feuchtigkeit und das wäre schlecht. Salzen und gleich in die Pfanne und dann ist alles gut. Das Ribeye hat übrigens ein Gewicht von 350 Gramm. Eine echte Männerportion. So lange braten lassen, bis es Farbe hat. Das dauert ungefähr so 3 Minuten. Dann drehe ich das um. Nochmal 3 Minuten in etwa. Christian verfrachtet das Steak in den Ofen. Bei ca. 85 Grad gart das Ribeye weitere 15 Minuten. Und fertig. Und man sieht auch hier jetzt ganz deutlich die zwei unterschiedlichen Teile. Das ist der Rückenteil und das Fettauge und der oberliegende Teil über dem Fettauge. Mehr mit Fettäderchen durchzogen, deswegen noch mal etwas zarter. Perfekt medium gebraten. Das ist absolut, wirklich, also ich bin so ein Vollwahnsinniger. Das ist High-End. Ich bin manchmal echt froh, dass wir nicht so ein großes Team sind. Da fällt einem nichts mehr ein, gell? Also, Geschmack, Konsistenz. Das ist saftig. Mhm. Was brutzelt da am Grill von Dirk Ludwig? Kein gewöhnliches Steak. Schließlich gilt er als der Fleischpapst. Ja, wir haben hier, der Franzose sagt Anglais, der Amerikaner sagt Hanging Tender und der Deutsche sagt ganz plump Nierenzapfen zu dem Stück. Dirk entfernt das Fett. Dann erklärt er Susa, worauf es als nächstes ankommt. Wenn du hier schaust, das Anglais sieht fast aus wie so ein X. Es sind so zwei einzelne Muskelstränge, die hier in der Mitte durch eine Sehne getrennt sind. Und diese Sehne müssen wir erwischen. An der Sehne müssen wir jetzt langschneiden. Ja. Beherzt einfach mitten durchschneiden. Richtig ist es, wenn am Ende ein dickerer Strang und ein etwas schmalerer vor uns liegt. Und die Deutschen haben das eigentlich immer in die Wurst gemacht. Nee. Ja, doch. Ich verrate jetzt mal ein Geheimnis. Das ist eigentlich mein Lieblingssteak, weil es ist super zart, aber auch mit einem ganz intensiven Fleischaroma. Ich finde, steht einem Filet in nichts nach. Dabei kostet es weniger als die Hälfte und macht etwa 4 Personen satt. Gegrillt werden die Anglais-Stränge am Stück, und zwar ungewürzt. Ich habe hier noch ein bisschen braunen Zucker. Ja. Du kannst auf das Fleisch ein bisschen braunen Zucker rieseln lassen. Nicht zu viel, nicht, dass es süß schmeckt, aber dieser Zucker karamellisiert und unterstützt natürlich die Bildung von Röstaromen. Ab auf den Gasgrill. Wir garen das im Ganzen und schneiden dann später hier so einzelne Tranchen runter. Das Anglais ist nicht sehr dick und schon nach wenigen Minuten gar. Für Wurst oder Gulasch wäre dieses Fleisch wirklich verschenkt. Man merkt schon beim Schneiden, das ist super weich. Das muss sehr weich sein. Hanging tender, wie Tenderness, wie zart das Fleisch ist. Zum Servieren am besten in feine Tranchen schneiden. Pfeffer und Salz dazu, mehr nicht. Jetzt bin ich mal sehr gespannt. Riechen tut's auch gut. Das dritte Steak kommt aus der Fritteuse. Kriegt man Rösterrüben in der Fritteuse überhaupt hin? Ja klar, sicher. Wenn du Pommes reinlegst, werden die auch außen knusprig und innen weich. Und genauso wollen wir das auch mit dem Steak haben. Ich bin gespannt. Ja, ich auch ein bisschen. Foodblogger David Nöcker ist der Ruhrpott-Griller. Dass das so mit so einer schönen Kruste aus der Fritteuse kommt, hätte ich jetzt echt nicht gedacht.
Und das nach nur 5 Minuten. Das Steak ist wunderbar medium rare. Ist es auch lecker? Verrückt. Hä? Kann was, auf jeden Fall. Würde man doch so gar nicht vermuten, dass das funktioniert? Hätte ich nie gedacht. Also, aber wenn man es auch so isst, wird man nicht denken, dass es frittiert ist. Niemals. Hm, richtig gut. Steak Nummer 4 ist ein Traum für Fleischliebhaber. Diese Steaks kommen aus der Wildnis, wildes Rindfleisch, und sie sind die besten der Welt. Glenn ist einer der letzten richtigen Cowboys in den USA. Let's cook the steaks. Ich habe hier 2 Ribeye und 3 Flat-Iron-Steaks. Diese Flat-Iron-Steaks kommen vom oberen Teil des Schulterblatts. Die Ribeye kommen aus dem mittleren Rinderrücken. Das sind die besten Steaks, weil sie am zartesten sind und einen Mix aus diesen verschiedenen Muskelgruppen haben. Diese geben dem Steak neue Geschmacksnoten und eine neue Konsistenz. Das Fleisch stammt von Glenns eigenen Rindern. Unser Rindfleisch hat immer orangefarbenes Fett, das kommt von der Grasfütterung. Gras besitzt diese coolen Chemikalien, die uns wohltun. Omega-3-Fettsäuren, Linolsäure, gut verträgliche Fette fürs Herz. Einfach nur Salz und Pfeffer, das ist alles. Das Steak hat genug Eigengeschmack. Und viele sagen, mit Salz hinterher würzen. Nein. Das 500 Gramm Ribeye Steak verkauft Glenn online für ca. 50 Euro. Okay, wir sind soweit. Die sind alle fertig. Black Angus Steak mit Bohnen und Kartoffeln aus dem Feuertopf. Ein echtes Cowboy-Barbecue. Was denkst du? Echt gut. Außen gut karamellisiert und genau die richtige Menge an natürlichem Rauch. So ist das perfekt. Mhm. So liebt man Steaks im Wilden Westen. Vom Wilden Westen in die Schweizer Berge. Hier findet Spitzenkoch Josh Japs die Zutaten für Steak Nummer 5. Josh wählt ein Ribeye vom Appenzeller Braunvieh. Wir drehen es jetzt einmal öfter und bauen langsam die Röstaromen auf. Weil wenn wir es nur drauf lassen, dann wird es zu schwarz, zu dunkel und es wird zu bitter dann, ja. Ja, so ein richtig gutes Steak, das grillt man von allen Seiten an. Ja, wir brauchen Röstaromen. Röstaromen ist die Würzung. Salz verstärkt das und das Fett transportiert das und hält es lange im Gaumen als Speicher. Das Branding sieht nicht nur gut aus, es bringt auch Geschmack. Zum Ruhen hat sich Josh mit 2 Ästen eine Zone mit weniger Temperatur gebastelt. Also wir haben jetzt sehr schöne Röstaromen hier drauf. Ja, die schmecken natürlich wunderbar, unterschiedliche Stufen. Und wenn man hier mal ein bisschen hier mal anguckt, sind wir noch im Rare-Bereich eigentlich, ja. Petra Dörich sorgt für das gewisse Extra bei Joshs Steaks. Schau, Josh, bring dir noch das Edelweiß. Oh, Blumen für mich? Ja. Normalerweise immer umgekehrt, ne? Ja. Aber ganz wichtig, ja. Jetzt nicht jeder, der das hier sieht, rennt jetzt in die Schweizer Berge oder in die Bayerischen Berge und sammelt und sucht hier Edelweiß, ja? Das ist strikt verboten. Doch Petra baut Edelweiß und viele weitere Kräuterpflanzen zum Verzehr an. Die kommen jetzt auf den Grill. Ich würze das Steak jetzt noch gar nicht. Ich nehme nur die Kräuter. Die angegrillten Steaks gibt Josh mit in die Pfanne. Aber Vorsicht, die darf nicht heiß sein, sonst schmoren die Kräuter zusammen. Zum Schluss verteilt er noch die restliche Mixtur über dem Fleisch. Und jetzt legen wir eine Glosche drüber und erzeugen so einen kleinen Backraum, ja, auf geringe Hitze. Und jetzt gehen die ätherischen Öle in das Fleisch rein, in die Oberfläche vom Fleisch. Und das merkt man ja sicherlich mit ein bisschen Salz verstärken und ein bisschen Pfeffer. Und ja, das ist überraschend. Optisch auf alle Fälle schon mal ein Highlight. Also ganz gut die Röstaroma. Mhm. Das habe ich super. Also ganz ehrlich gesagt, ich habe schon lange nicht mehr so gesund und lecker gegrillt. Kein alltäglicher Genuss. Das Edelweißsteak à la Josh Japs.